rein. Dafür fahren wir jetzt hier mit so einem Taxi zum Hafen. So, wie sieht es aus, wenn man hier ankommt? Ganz einfach, voll. Hier muss man irgendwie sein Ticket kaufen und dann kriegt man das Briefing und alles. This wild creatures today may react violently or swim away leading to a shore. Dann steht man da in Schlange, dass man auf das Boot kommt. Und dann steht man da mit dem Boot in Schlange, dass man da hinten irgendwo den Wal sehen darf. Letztendlich ist es aber so weit, dass ich da hinschwimmen könnte. Kein Problem. Aber darfst du nicht. Da sind auch überall Netze drumherum, ja? Man sieht überall, dass da so kleine Fischernetze drumherum liegen. Ja, wunderbar. Also man sieht, dass das richtig eine Industrie ist. Klar, das wussten wir, aber wenn man es dann live sieht, ist es echt nochmal eine andere Nummer. Einladen, ausladen, da wird wieder eingeladen, Westen verteilt, Schnorchelmasken verkauft, die musst du extra bezahlen. Und es werden ja nicht weniger Leute. Es ist jetzt um 6. Wie sieht das hier aus? Bis um 12 Uhr geht das Ganze hier. Und dann wird der Zoo geschlossen. Und morgen früh um 5 geht es wieder los. Oder um 6, glaube ich, geht es los. Aber weiß nicht. Es ist Wahnsinn. Aber das ist das, was den Ort halt reich macht oder bekannt macht auch. Wir wissen noch nicht, ob wir das machen oder nicht. Ja, ich zweifle auch ein bisschen daran, das jetzt zu machen. Es gibt da 3, 4 Fütterboote, die da an den Touristenbooten vorbeifahren. Und dazwischen sieht man den Hai, der dann die ganze Zeit nur dem Fütterboot hinterher schwimmt. Und die Touristen dürfen links davon ins Wasser springen und dann zugucken. Ja, ein bisschen wie Gassi führen, ne? 3, 4 Haie sehe ich da. Also wenn ihr das seht, überlegt euch ganz genau, ob ihr das hier wirklich machen wollt. Und einer der Rettungswestenmenschen hier sein wollt, die dann da draußen mit allen anderen ein bisschen mit den Haien planschen dürfen. Zack, sind wir am selben Ort, wo wir heute Morgen waren. Und siehe da, kein Schwein hier, alles still. Und kein Wal. Natürlich auch kein Wal mehr. Wir haben jetzt mal nachgezählt, 29 Boote für Touristen und da stehen noch ein paar Reserveboote, falls mal eins kaputt geht. Und es sind 6 oder 7 Fütterboote. Ja, aber absolute Stille hier.